Hallo liebe Freunde meines Kanals und natürlich auch von Drakis Kanal hier zu Minecraft Sommerland. Ja, zurück, das letzte Video, Tag und Tschüss ist schon ein bisschen was her, 2 Wochen oder so. Was war los? Es war die Gamescom und Draki war mal wieder krank. Und irgendwie glaubt dir das auch keiner mehr. Ist alles nur eine faule Ausrede. Nein, leider tatsächlich weiß ich gar nicht, was da los ist. Meine Gesundheit meint's in letzter Zeit gar nicht mal so gut mit mir. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich bin ja schon überlegen, ob ich mir vielleicht einfach das erste Mal, als ich krank war, den Scheiß ein bisschen verschleppt habe, weil ich mich da noch gar nicht wieder ganz fit war, als ich wieder losgerannt bin, sag ich mal. Aber die Woche ging es mir jetzt echt richtig dreckig. Ich wollte nur noch schlafen und sterben. Aber jetzt geht's wieder. Also ich glaube, ich habe noch ein bisschen in der Nase. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ich hoffe nicht. Die Leute, die sich am Mittwoch tatsächlich mein Hearthstone-Video angetan haben, die können das bestätigen. Ich habe mich unwahrscheinlich toll angehört. Deswegen wolltest du auch mit mir gar nicht aufnehmen die Woche. Nee, ich habe ganz ehrlich gesagt, das klang einfach wirklich schrecklich. Also es ist überhaupt nicht böse. Mann. Das ist aber so, ich habe mir auch dein Hearthstone-Video angeguckt. Ich konnte das nicht gucken. Diese verrotzte Nase, ja, ich sag mal ganz ehrlich, das will man ja auch niemanden antun. Also ich würde jetzt, wenn ich nicht super krank bin, dann ist es für mich auch eine Qual, wenn ich dann noch aufnehme. Also das lasse ich auch immer noch ganz lange bleiben, weil ganz ehrlich, es hört sich ja echt auch dann auch kacke an. Und manch einer guckt ja gerne die Videos zum Frühstück. Also ich will nicht zum Frühstück hören, wie einer irgendwie entweder nur am, weil er keine Luft mehr kriegt oder irgendwie die ganze Zeit so redet und nee, das, also und dann vielleicht auch noch zu zwischendurch man hört, dass er so eine Rotznase hat, weil er so alle 10 Sekunden so am Hochziehen ist, was ja nicht schlimm ist, also für den also klar, schon für ihn ist es schon schlimm, aber man nimmt es ihm nicht übel, aber naja, man will ja auch Videos hochladen, die toll sind. Ja, das stimmt. Nur ich bin halt immer mit den Hearthstone-Videos, die hatte ich halt immer relativ gern so flott wie möglich hoch. So, ansonsten hätte ich mir das auch gar nicht angetan und euch auch nicht, liebe Community. Deswegen, also ich glaube, den vorletzten Flügel, den werde ich dann auch noch nachreichen. Den habe ich mir dann echt geklemmt aufzunehmen, weil das war ja eh nicht drin, weil ja, als der rauskam, war ja sowieso gerade Gamescom. Ja. Und, ja. Ich mir dann gedacht, gucken. Weißt du, können wir auch später noch machen. Ja. So, was mache ich hier gerade? Jetzt ist auch nicht mehr eilig. Ich arbeite gerade an der unterirdischen Werft. Ich will die ja langsam so weit kriegen, dass wir hier unsere Krawall, unser Schiff bauen können. Und dafür muss ich ja für genügend Platz sorgen. Und dafür ist es hier alles gerade noch ein bisschen zu uneben. Ich bin übrigens sehr gespannt. Ich bin höchstwahrscheinlich morgen im Sinne von, wir nehmen heute auf, aber für euch ist es trotzdem irgendwie heute. Also heute bin ich noch beim Sarazar zu Gast in seiner Hearthstone Let's Show Folge. Ich hoffe, dass das klappt, weil... Oh, der Sarazar macht jetzt Hearthstone? Minecraft natürlich, Entschuldigung, Minecraft natürlich, weil ich würde ja ganz gerne mal ein bisschen über unser Schloss quatschen, weil er hat ja da auch immer, ich glaube, die Alchemisten immer zu Gast, sind ja auch eigentlich coole Jungs, aber die können natürlich am meisten zu ihrem eigenen Zeug quatschen und es gibt ja immer noch so ein paar Unstimmigkeiten und deswegen wollte ich ja unser Schloss da mal ganz gerne erklären und vor allem, auch noch so ein bisschen Feedback besser sammeln, sage ich mal. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich da beim Sarazar zu Gast sein darf und da mal ein bisschen über unser Hearthstone-Schloss quatsche. Das Hearthstone-Schloss. Unser Kartenschloss. Das ist Jugas Kartenhaus. Da zerfällt hier alles. Ja. So, ich muss ja sagen, zurzeit ist ja wieder ein bisschen Flaute bei mir auf dem Kanal, was die Views angeht. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Zuvor der Gamescom auf den meisten Videos doch recht gute Aufrufe gehabt. Und jetzt, ja, irgendwie sind die Leute wieder anderweitig beschäftigt. Ich weiß es nicht. Ist sehr, sehr seltsam. Ich wundere mich da so ein bisschen drüber. Aber die Draki nicht. Wir haben schon ein neues so ein Nebenbei-Projekt, was man so alle paar Tage mal in Angriff nimmt.
so im Auge. Da könnt ihr euch auf alle Fälle auf coole Videos auf unseren Kanälen freuen. So viel sei schon mal angeteasert. Das wird kein richtiges Let's Play, wird auch keine feste Let's Play-Reihe. Es wird dann so eine Special-Reihe, die mal so alle paar Tage ein Video schießt. Ja, voller Special. Und die Videoreihe heißt, weiß ich nicht, mir fällt gerade nichts Dummes ein, was man jetzt sagen könnte. Insert irgendeinen dummen Witz hier. Insert dummen Witz hier, ja. Sehr schön. Ich baue es übrigens gerade, weil ich habe ja den Vorschlag bekommen, ich soll auch einfach eins meiner Gästezimmer benutzen als Badezimmer. Aber irgendwie habe ich da auch nicht so richtig viel Lust drauf, aber ich setze jetzt einfach das Badezimmer oben auf die Gästezimmer drauf. Dass, wenn die Wanne überläuft, die einen schönen feuchten Kopf kriegen. Ich glaube, eine Badewanne zu bauen, das wird recht simpel, aber auch irgendwie cool. Stelle ich mir vor. Kannst ich ja so bin ein mir kleines, noch nicht sicher, wie das gleich wird. Du kannst ja so ein kleines Erlebnisbad bauen als Badewanne. Ja, ich muss mal gucken. Ich muss auch nochmal den Channel nochmal ausbuddeln, den ich damals verlinkt bekommen habe mit den ganzen mega coolen Tutorials zum Thema, wie baue ich lustige Einrichtungsgegenstände. Der coole Weil da gab's, Herr Minecraft-Tutorial. Ja, da gab's nämlich auch sehr coole Badeinrichtungen. Muss mal gucken, ich habe jetzt schon den Vorschlag bekommen, einen Whirlpool mit einzubauen. Ja, ich wäre ja auch so ein bisschen für so eine Luxus-Bad-Einrichtung. Ja, das ganze Bad besteht schon aus quasi Marmor, viel mehr Luxus geht nicht, aber ich bin jetzt schon am gucken. Ich baue jetzt gerade erstmal das Zimmer oben drauf hier. Wir hämmern das jetzt hier mal oben drauf, weil ja zumindest ein Großteil der paar Leute, die sich an meinem Strawpool damals beteiligt haben, gesagt haben, ja, baut ruhig noch ein bisschen höher, damit es ein bisschen imposanter aussieht. Das finde ich super. Deswegen knall ich das jetzt einfach hier ganz frech oben drauf. Und dann muss ich mir gleich zwei Baulampen einbauen. So. Ja, ich bin hier gerade wieder nur am Steine kloppen. Aber ihr seht bei mir schon, ich habe ein neues Texture-Pack am Start. Das ist neu. Ich habe bei dieses Thrax mal wieder drin. Das fand ich mal eigentlich ganz super. Und ich wollte mal ein bisschen Abwechslung schaffen. Und ich habe leider bisher noch kein Texture-Pack gefunden, was mir so wirklich gefallen hat. Auch die Sachen, die ihr verlinkt habt, weiß ich nicht. Die haben mir nicht so wirklich zugesagt. Viele sehen mir auch einfach dann zu Standard-Minecraft-mäßig aus. Dann baue ich hier schon mal die Deckenbeleuchtung ein. So. Jetzt muss ich bloß noch über den Boden einig werden. Ich glaube, den Boden mache ich hier tatsächlich mal kariert, einfach weil es lustig ist und weil es ja das Bad ist. Du bist so toll. Ja. Ich hatte ja damals beim Ballsaal schon überlegt, also beim Festsaal, ja, ob ich den kariert mache, aber mich ja dann eigentlich gegen das dieses Schwarz-Rot-Weiße entschieden. Warum aber da nur? Wir jetzt. Ja. Wobei ich überlege, wenn unsere Dächer aus Obsidian sind, dann kann ich ja das Bad eigentlich auch weiß und Obsidian gekachelt machen. Ich glaube, Draki, nur weil du die Farben weiß, rot, schwarz verwendest, wird nicht gleich irgendjemand denken, dass du Nazi bist oder sowas. Meinst du nicht? Ich hab während der Gamescom bei abendlichen Gesellschaften festgestellt, dass sowas offensichtlich ganz schnell passieren kann, dass man... Ich habe heute einen Tweet gelesen, und zwar von Hermes, hat der Tino Hahn, das ist ein Freund von mir, hat auf Twitter, hat er auch öffentlich geschrieben, und zwar hat sich jemand bei Hermes beschwert, dass die Autos, dass die Pakete immer von irgendwelchen Assis in ihrem eigenen Auto gebracht werden, die kein richtiges Deutsch sprechen. Woraufhin sich Hermes dann entschuldigt hat darauf, dass sich der Kunde von dem Mitarbeiter belästigt fühlt. Und da hat sich dann der Tino öffentlich drüber aufgeregt. Der hat nämlich gesagt, warum bitte entschuldigt sich Hermes dafür, dass ein Kunde einen ihrer Mitarbeiter fremdenfeindlich beleidigt hat. Fand ich krass, muss ich sagen. Also das ist schon, da ist nicht ganz unwahr. Jetzt mal so zum Thema Alltagsrassismus. Ich bin überhaupt kein Fan von Alltagsrassismus, von Alltagssexismus. Das ist mir mal viel zu oft, viel zu übertrieben. Aber das fand ich wirklich schon krass, weil ich sag mal, gut, der liefert das im eigenen Auto. Ist halt mal so. Ganz ehrlich, ich will das Paket, ich will ja nicht dem sein Auto haben. Und ob der nun Deutsch spricht oder also ein gutes Deutsch spricht oder nicht,
wenn wir ganz ehrlich sind, gerade in den Großstädten Berlin, Köln, München, Hamburg, welcher von den, sag ich mal, oder wie viele Jugendliche sprechen denn noch richtiges Hochdeutsch? Die meisten verfallen doch in irgendeinen Slang rein. So dieses, ey, weißt du? Ja, das stimmt schon. Also nicht alle, natürlich bei Weib nicht alle. Also fühlt euch jetzt da bei Gott nicht angesprochen. Aber es sind auf jeden Fall so viele, dass es schon auffällt, sage ich mal. Also da zu sagen, hey, der spricht kein richtiges Deutsch. Wer bitte spricht denn heutzutage? Also nicht mal ich spreche richtig, also ich gebe mir schon Mühe, Hochdeutsch zu sprechen, aber selbst mir kommt immer mal ein Dialekt mit rein oder irgendein... Ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich benutze ja sehr oft Fremdwörter falsch. Also, ich weiß nicht, wie lange ich polarisieren dafür benutzt habe, dass etwas einfach nur erfolgreich geworden ist. Also, da habe ich anstatt etablieren, habe ich polarisieren gesagt. Bis mich mal eine nette Person darauf hingewiesen hat. Draki. Und. Wollte ihm Yuga mal zu Weihnachten ein Fremdwörterlexikon schenken. Ja, ich habe wirklich mal eine Zeit lang echt. Also, Fremdwörter verwechselt, verbuchselt, also, das ging gar nicht. Also, deswegen, Deutsch sprechen ist natürlich die eine Sache, aber wirklich Deutsch können, das können eben doch nicht so viele. Ich kann es auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich jetzt übrigens unabhängig von der vom politischen Ausdruck, sage ich mal, tatsächlich für eine noch luxuriösere Variante der Toiletten entschieden. Okay. Bin mal gespannt, was du dazu sagst. Ich kann gleich mal gucken, komm. Ich bin gerade mal eh am Schauen. Ich mache gerade so ein bisschen die Beleuchtung hier. Ich glaube, jetzt für diese Hardcore-Bauphase, die jetzt kommt, mache ich mal wie immer das Shader-Paket wieder raus. Weil es einfach dann einfacher zu bauen ist. Seht ihr jetzt hier, zack, sieht man ja auch gleich mehr. So, vorher schaue ich mir das mal bei der Draki an. Hier volles Protzbad gebaut. Draki baut das. Ist hier schon wieder Teppich auf meinen Stufen? Kann mir nicht vorstellen, wo der herkommt. Ja, ja. Ich sehe, da musst du gleich wieder hier husten, ne? Also halt dich mal zurück. Wo baust denn du dein Protzbad? Hier oben. Ja, ich bin gerade auf dem Weg. Aber es hat noch keine Tür. Ich hab ja auch, glaube ich. Ja, achso, jetzt habe ich hier voll ins Klo gehauen. Warte mal. andere greifen ins Klo, Draki haut ins Klo, also wenn, dann richtig. So. Ah ja. Hier. Ah ja, das Protzbad. So, hier. Ich bin mir noch nicht so richtig sicher, wie man eine Kloschüssel baut. Geh mal raus hier, ich muss jetzt mal ganz, ganz kurz. Ich sag hier. Platsch. Also gut. Ich habe mein Bad sozusagen in Weiß und Gold gebaut. Also abortmäßig bist du ja echt gut bestückt, aber. Abort. Aber ich so. Ich will noch die Wannen, ich weiß. Aber so, also im Klo möchte ich mich jetzt nicht waschen müssen. Also. Nein, ich. Die Zeit meines Lebens ist vorbei, nein, Spaß. Nein, ich bin jetzt gerade überlegen, wie baue ich denn jetzt hier? Soll ich eine goldene Badewanne reinbauen? Was bauen wir denn hier für eine Badewanne rein? Weiß ich nicht, ganz ehrlich, das sind so Themen, damit bin ich gnadenlos überfragt. Aber ich baue jetzt hier mal eine Goldbadewanne rein, mal gucken, was da... Bau eine Goldbadewanne da rein, bau mit Gold, verschleuder unsere Staatskasse für goldene Badewannen, das Volk muss hungern, aber Draki kann in der Goldbadewanne. So, aber jetzt mal zum Thema hier, langsam nimmt unsere Werft doch Formen an. Ja. Nur am Steine kloppen hier. Kein Bock mehr, Steine zu kloppen. Nee, für heute reicht's hier mit Steine kloppen. Keine Lust mehr. Ich glaube, heute werde ich mal anfangen. Hier Das sieht jetzt mehr aus wie Waschbecken hier. Ich wollte ja unser Schiff jetzt aus Stahl bauen. Oder baue ich es aus Stahl oder aus Holz? Es sieht natürlich ein bisschen klein aus, unser Schlachtschiff hier.
glaube, ich muss hier hinten einfach noch ein bisschen was abtragen dafür. Ich will da jetzt aber auch keine 40.000 Jahre sitzen. Eine Badewanne braucht ja doch ein bisschen mehr Platz, ob ich da nicht doch nochmal ein Extrazimmer nehme. So, ich brauche mal Eisen. Ein Eisenblock. So. Hep. Such ich schon wieder hier. Ah, hier. Der Kessel. Hier gibt es glitzernde Melone. Kann ich die in den Kessel packen? Ich packe jetzt hier erstmal ein paar Kessel als Waschbecken hin. Ich überlege gerade, wie ich jetzt hier den Ansatz für mein Boot mache. Oh, haben wir hier Toilettenraum. Drei Toiletten muss reichen. Eine Seefahrt ist ja bekanntlich lustig. Also ist jetzt nur der Ansatz, ne? Denkt euch jetzt noch nicht, dass das jetzt hier schon das ganze Schiff wird, was ich jetzt hier gerade mache. Das ist nur, weil ich so eine ganz kleine Idee mal haben will. Herr Juga möchte auch mal eine Idee haben. Ich glaube, das wird hier tatsächlich irgendwann zu klein dafür. Das Problem ist, es gibt natürlich auch keine Stahltreppen. Das ist auch sehr, naja. So eine Größenvorstellung erstmal kriegt von dem Dinge. Auf jeden Fall wird das Ding von Dampf oder von Feuer angetrieben, irgendwie sowas. Am besten von Feuer. Ich glaube, es ist in Minecraft sogar möglich, dass das Ding fahren könnte. Aber ich glaube, das würde den Einsatz vieler Mods erfordern. Apropos Mods. Der Tobi hat mir gesagt, dass wir eigentlich jetzt in der... Nee. Er meinte eigentlich, dass wir Admins wären. Yay. Aber nee, sind wir nicht. Schade. Ja. Das Leben ist schon grausam. Aber ja, gut. Ist ja auch nicht das Wichtigste hier auf dem Server. Aber ich glaube, unsere 20 Minuten sind gleich schon wieder um, ne? Wir sind jetzt bei 18 Minuten. Ah, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Da haben wir ja noch 2 Minuten. So, krieg ich das Klo jetzt hier auch nochmal einen Balkon? Ja, die kriegen auch nochmal einen Balkon hier. So. Aber wir sind großzügig hier mit Balkonen. 2... Dass ihr mal so die Umrisse des Schiffs mal irgendwie mal im Kopf habt. Ich weiß, wie soll dieses große Schiff dann da raus mit Magie oder so. Hey, wir sind hier immerhin voll derbe Arkan am Start und so, ne? Ja, wir können auch zaubern. Das sind die derben Zauberers hier. So. Ich glaube... Ah ja.
Das stimmt. Muss ich hier noch eine Reihe lang ziehen. Es wird jetzt auch kein super detailliertes Schiff, also es ist ja auch einfach nur unsere Kriegsflotte, die hier unten in der unterirdischen Werft entworfen wird. Der Prototyp quasi unseres mächtigen Kriegsgerätes. Oh, ich arbeite hier auch gerade wirklich wieder unter extremsten Bedingungen. Na hallo, was hier das hier gerade auf die Maus geht. Kannst du ja mal runterkommen, kannst du das ja mal angucken. Ich komme ja ständig hier nach oben. Ja, ich komme gleich. Du kannst auch gleich unten mal gucken, weil Batterie. Nein, ich komme nicht mehr nochmal nach oben. Nein, ich komme nicht mehr nach oben. Ey, ich war einmal in der Folge, war ich jetzt bei dir, das muss reichen. Wer das sehen will, was die Draki da oben baut, der muss eben nach oben zur Draki gehen. Also muss ich Drakis Video angucken. Hallo, ich gehe doch jetzt hier nicht ständig zu dir rüber. Na gut, dann musst du, wenn dann die Aufnahme aus ist, nochmal gucken kommen. Wie mein Bad jetzt vielleicht fertig aussieht. Ich glaube. Da ich runter, ich mache bloß meinen Balkon hier fertig. Dann bin ich gleich bei dir. So, durch mein schickes Goldbad hier. Ach nee. Ein ganz anderes Zimmer hier. Hat den falschen Balkon gebaut? Nee. Ach so, ja, ich bin ja jetzt tiefer. Uah. Selber schon ganz verwirrt von meinen Etagen hier. So. Das hier gemacht. Und werde ich die Kronensaal hier durch meinen, nicht mehr in der Kronensaal, der Festsaal hier, mein Prunkstück. Ach, da ist auch Besuch da. Hallo Zombie. Was, Zombie? Ja. Aha. Leute fanden das irgendwie total lustig, als ich hier eine Folge, als irgendwie du Zombie gesagt hast, ich sofort auf Tab gedrückt habe. So, der Herr, da bin ich und wir sind jetzt auch mit unseren 20 Minuten schon wieder drüber. Ja, deswegen genieße nochmal einen Ausblick auf die Krawall. Boah. Hast du jetzt hier genommen? Eisen. Eisenblock, sehr cool. Genau. Die Draki, die wurschtelt schon wieder an meinem Zeug hier rum. So. Ja, hier muss ich dann auf jeden Fall dann nochmal trockenlegen. Ich guck dir beim Arbeiten zu. Arbeiten finde ich klasse. Könnt ihr den ganzen Tag dabei zugucken. Ja. Oh, Mann, ey. Echt die ganz dankbaren Arbeiten hier, aber es sieht so aus, als hätten wir hier nach und nach Erfolg. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, da machen wir hier in der nächsten Folge weiter mit unserer Krawall und nimmt einen vermaledeiten Teppich darunter, sonst darfst du in der nächsten Folge nicht mehr mit dabei sein. Manu, ich wollte gerade im Chat quasi natürlich nicht absenden, aber meiner lieben Zuschauerschaft hier ein nettes Hihi schreiben, weil du es nicht gesehen hast. Ja. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, wir hauen erstmal rein. Jetzt kommen wieder regelmäßig die Folgen, wieder alle 2 Tage, wie ihr es gewohnt seid. In diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns. Tschüss. Tschüss. Oh, guck mal, ein Oktopus. Oh, Oktopus.
Ja, jetzt aber. Tschüss.